So, und herzlich willkommen zum vierten Spieltag der BPL. Heute haben wir ein Hühnchen zu rupfen. Ja, das hab ich nicht gesagt, tut mir leid. Oder das Hühnchen rupft uns. Was weiß ich. Überraschungsei. Das sage ich auch, weil er ein Überraschungsei hat. Ach man, ich scheiß drauf. Azurill, Hilfe! Azurill und Wemarak. Hilfe! Okay. Wemarak und Azurill, die kleinen Dinger sind da. Wer ist nicht da? Felori ist nicht da. Milza ist nicht da, das ist angenehm. Iskala ist nicht da, das ist auch angenehm. Und Kupfanti ist nicht da, das ist auch sehr angenehm, muss ich sagen. Aber okay. Azurill ist nervig für Kamaub. Leider. Ich würde eigentlich ganz gerne mit denen da liegen. Oder? Nee. Ich will mit denen liegen. Tatsächlich ja. So, have fun. Penny. Auf ein schönes. Junge, ist das dunkel. Deine Karte. So. Gabel, ist das die Spinne? Nee. Ich muss direkt gucken. Kann der Brick Break Cross Shop. Das ist alles nicht so cool. Low Kick. Aber ein Willow auf den ist ein Willow auf den. Knock. Nein. Sehr gut. Wir connecten. Das ist sehr gut. Ein verbranntes Elekid ist nicht so ein gefährliches Elekid. So. Ich bin jetzt schon mal stark jetzt für einen Kamaub-Switchout. Weil eigentlich will gar nichts von ihm so richtig ein Willow fressen. Im Little Cup fliegen die Knockoffs links und rechts. Okay, er stayed auf jeden Fall. Wenn er nochmal Knockoff drückt, schade. Kann auf Voltwechsel gehen. Genau, da haben wir es ja. Okay. So. Jetzt ist so das Ding. Wir können die Feuerattacke eigentlich drücken. Wir können auch Wachstum eigentlich, aber nee, ich will eigentlich Damage. Er knockt, okay. Schade, Salkabeere, aber okay. Das Ding trägt eine Eagle-Light. Ja, das ist schade. Aber dann gehe ich jetzt halt einmal für Growth und claim dann eigentlich ein. Außer es kommt jetzt Azurill. Weiß ich aber nicht. Wer kommt? Lobby. Okay, schade. Den hätte ich echt gerne nochmal Flammensturm gedrückt. Nimmt mich der Brave Bird raus von Lobby. Nammel. Lobby Physical Attacker. Ja, der killt mich.
Schade. Echt schade. Oh. Ja, der drückt jetzt halt Brave Bird. Gegen mein Rowley. Rowley the Coley. Ja, macht schon Aua. Er hat keinen Steinkanten-Switch in. Habe ich eine Prio für den Fall. Ich will den halt jetzt nicht in Elikid gehen lassen, wenn ich Willow drücke. Also wir gehen schon auf die Steinkante. Auch wenn ich Bruchrüstung triggere. Der killt mich. Obwohl ich kein Item, ja. Okay. Interesting. Okay. Ist okay. Wir können. Theoretisch in den gehen und Kerschelden. For free eigentlich. Ich sehe schon, wir werfen Rolly Cole einfach immer nur ab. Ja, wir drücken. Das ist kacke. Ich hätte den. Ja, gut, ich habe noch aufräumen. So ist es nicht. Die Kehrschelle. Ich glaube, Bruchrüstung triggert jedes Mal, wenn ich hitte. Also sollten wir den auch easy immer rausnehmen. Er hat halt keinen richtigen Switch in den. Okay, er switcht. In die Gabel, ja, das ist das Elikid. Das ist ein totes Elikid. Oh mein Gott, ist das schlecht. Ich habe in keiner Welt an Statik gedacht. Das ist übel scheiße. Das ist so scheiße, ich kann das gar nicht in Worte fassen gerade. Ah, kacke. Ah, ist das schlecht. Aber well. Rolly Cole und Mincino sind hier sowieso eher die Opfer. Mehr oder weniger wie jeden Spieltag. Ja, der kommt halt jetzt wieder und drückt Brave Bird, ne? Mann. Wullaby gegen Piplup. Der Damage ist okay, aber er wird halt knocken. Dann plus Brave Bird. Er wird knocken. Er wird hier immer knocken. Nee. Ja, ich und meine Predictions. Aber egal, der war eh geparat. Es liegen noch keine Webs. Und solange das auch so bleibt. I mean, der hat Unbeugsamkeit. Also keine Ahnung, ob er das so wirklich. Ob er da so wirklich Bock drauf hat, ne? Film macht. Ne, macht er so viel Schaden.
Wo ist mein... Warum? Okay, Brave Bird macht nicht so viel, aber ich ziehe den halt auch nichts. Junge, hä? Ich muss in Plinfer. Leider. Und wir gehen, glaube ich, ja immer für den Eisstrahl. Das Wullaby macht mir zu viel Druck und das scheiß Elekid hat... Ach, diese Statik. Ja, er knockt, aber ich sag, wenn ich den angechippt bekomme oder wenigstens gut in Range. Ja. Wie viel macht jetzt der Brave Bird ohne Eviolite? Wo ist mein Piplup? Ohne... Okay, macht mir immer noch nichts. Wir roosten, weil er Brave Birdet. Er hat selber roost. Okay. Ja, dass der roost hat, ist ja natürlich auch stumpf broken. Vor allem war der schneller. Oh mein Gott, ist das nervig, dieses Wullaby. Junge, 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 ist das nervig. Das zieht half, das ist scheiße. Das ist ein Crit, das ist geil. Ach du Kacke. Well. Der war wichtiger als es vielleicht jetzt aussieht. Wichtig und richtig, I guess. So, wem hat er noch? Den Webslager. Meine Hazard Removal ist leider weg. Flummi Hopse. Ah. So. Jetzt ist so das Ding. Ich darf den nicht subben lassen. Right? Right, also, aha, erster Wasser. Er drückt rohe Bauchtrommel. Eine Sinelbeere. Ja. Und er war schneller. Schneller. Wie heißt der? Azuril Belladrum. Wenn der Complete Speed ist. Hä? Er. Was? Hä? Er dürfte gar nicht schneller sein. Wie ist der schneller? Bin ich dumm? Wie zum Teufel? Bin ich jetzt behindert? Warte. Er ist einfach schneller. Ah, oh mein Gott, ja. Digga, was ist denn mit diesem scheiß Kalk, Alter? Wieder irgendeine random Kacke. Drückt jetzt Aquajet. Ja. Killt die wahrscheinlich, ne?
Okay. Aqua Jet. Das ist irgendwie weird. Scraggy. Aqua Jet ist eine Roll. Und auf Warum killt mich immer. Das heißt, zum Glück haben wir die Castet. Junge, zum Glück haben wir Castet. Wir drücken hier nämlich immer Ausdauer. Müssen wir. Müssen wir. What's up, man? What's up, man? Ich trinke Ausdauer. Und ich habe die Casted Berry. Ich war noch nie so froh, eine Casted Berry irgendwo drauf gehabt zu haben. Ne? Wir killen den immer. Und ist auf ohne Castep gehabt zu haben, Alter. Stark, es kommt trotzdem vor mir. Hä? Hä? Junge, hä? Was? Ne, jetzt bin ich verwirrt. Warum killt. Hä? Warum kommt. Was soll? Bin ich jetzt dumm? Wahrscheinlich bin ich dumm. Also just saying, der hat 81% Chance zum OKO. Also ich verstehe gerade nicht. Ich raff's gerade irgendwie nicht. Also wirklich nicht. Ich habe extra für sowas die Casted Berry drauf. Ich sollte den doch auch immer outspeeden. Ich kapier's gerade echt nicht. Ich kapiere es gerade echt. Also ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass der so ein Problem wird. Also ich wusste, dass er das kann. Ich war ja gepreppt auf den. Aber sie Wasserdüse trotzdem vor meiner scheiß Kaste kommen. Ich war ja schneller als der Nummer. Ach, egal. Egal. Das ist absolut scheiße jetzt, aber. Na gut. Ich guck mir das jetzt an. Was hat diese mehr Prio als Casted Berry oder. Ob ich jetzt einfach nur dumm bin? Na gut. Dann bis zum nächsten Spieltag. Und ciao.